haben jetzt die Herausforderung, eine deutsch-englische Diskussion zu führen. Also die Fragen können gerne auf Deutsch kommen. Goldbronson hat eine persönliche Übersetzerin und wird auf Englisch antworten. Mir brennen viele Fragen auf den Nägeln, aber ich halte mich zurück und frage nach Fragen aus dem Publikum, nicht ohne vorher nochmal darauf hinzuweisen, die letzte Chance ist jetzt noch, den Wahlzettel einzuwerfen, bald wird es abgeräumt. So, wo sind die Wortmeldungen im Publikum? Danke. Ich habe eine Frage an die Frau Passig. Sie haben ja so eine Stärke-Schwächen-Analyse der Crowd vorgenommen. Und eine Sache ist nicht gefallen, nämlich die Frage der Anonymität der Autorschaft, wenn es um die Verschriftlichung von Wissenschaft geht. Da wollte ich nur Ihre Meinung dazu hören. Und dann wollte ich noch sagen, dass es sehr gut war, dass jetzt endlich eine Frau gesprochen hat. Von 14 Rednern heute waren Sie die erste Frau. Im Publikum ist es Gott sei Dank ein bisschen anders, nur falls es ein Audioprotokoll gibt. Ja. Ich kann mich dem nur anschließen. Ich freue mich darüber auch sehr und ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass es nicht an den Einladungen gab, die ich ausgesprochen habe, sondern an den... Das sagen Veranstalter natürlich immer, ja. Aber da können wir uns gerne nachher noch mal drüber unterhalten. Vielleicht morgen wird es etwas besser. Die Anonymität, ja. Das gehörte tatsächlich auch gar nicht zu den Punkten, die ich aus Zeitgründen weggelassen habe. Ich glaube, ich habe es gar nicht ernsthaft erwogen und ich glaube, das liegt daran, dass ich persönlich die Anonymität in vieler Hinsicht auch förderlich finde, wenn es ums Veröffentlichen geht. Aber das ist mein Privatgeschmack und ich kann nicht erwarten, dass der hier von vielen geteilt wird. Das hat, was ich schätze, an ganz und gar anonymen Veranstaltungen, also noch nicht mal so wie bei Wikipedia, wo die Leute oft unter Pseudonymen tätig sind, aber man die Texte durchaus zuordnen kann. Was ich bei der ganz anonymen Veröffentlichung schätze, ist, dass sie oft eine so schwer nachvollziehbar das für Sie jetzt klingen mag, konstruktivere Diskussion ermöglicht, weil das Argument für sich stehen muss, weil man sich nicht auf die Autorität der Person und ihrer drei Hochschulabschlüsse oder des Pseudonyms und seiner 7 Millionen Wikipedia-Beiträge berufen kann. Ja, danke. Vielleicht dann anschließend an die einführenden Worte heute vom Professor Renn. Wie man das in der Lehre einbauen soll. Also ich bin in der universitären Lehre und da ist natürlich die Anonymität und die Nicht-Nachvollziehbarkeit ein schwieriges Kriterium. Und zum Thema Frau noch einmal, es ist natürlich auch auffallend, dass die Frau Passig sozusagen das Role Model ist hier für die außerinstitutionelle kritische Haltung, die von einer Frau eingenommen wird und von den Männern sozusagen eher die institutionelle althergebrachte Haltung. Gut, weitere Fragen? Ich habe eine, die mir sehr unter den Nägeln brennt. Ich sehe diese, wie soll ich sagen, dieses Schisma zwischen dem Schwarm und der Institution, wie das die Katrin Passig erläutert hat, und frage mich plötzlich, wo steht denn eigentlich Wikipedia? Ist Wikipedia Schwarm oder ist es inzwischen Institution? Oder ist es beides? Und ist vielleicht gerade die Tatsache, dass es beides ist oder dass es beide Elemente miteinander vereinigt, der Grund dafür, dass es als Partner für Gedächtnisinstitutionen so prädestiniert ist, weil es eben sozusagen wie ein Puffer der Gefahren oder der Schwierigkeiten im Umgang mit dem Schwarm funktionieren kann. I would actually say that there's a false economy, because they're not mutually exclusive. People who are experts are sometimes part of the swarm. And also because there are a third group. And of course on Wikipedia, we
measured this fairly exactly, and if you count the number of edits, most of them are made by programs. Not the sheer number of bytes added to the sites, but when it comes to adding the sheer number of edits that are made, then most of them are made by bots. So there's actually a third part, but mostly I think it's important to know that experts can be part of the swarm. Ja, das habe ich ja vorhin auch gesagt, dass der Experte eigentlich nicht der Widerspruch ist, aber ich glaube tatsächlich, dass Wikipedia, die Organisation, inzwischen genau diese Adapterfunktion hat zwischen Schwarm und anderen Institutionen. Also dass zum Beispiel diese Wikipedians in Residence, die persönlichen Ansprechpartner, die Tatsache, dass doch auch auf diesem Foto wieder Leute in Räumen zu sehen waren, die sich, also dass die organisatorische Struktur von Wikipedia sich sehr stark der klassischen Institution annähert, was auch kein Fehler ist. Zum Beispiel Galaxy Zoo hat ja auch, ist ja aus einer Institution, einer britischen Uni raus entstanden. Und da hat aber eben auch jemand dran gearbeitet, der sehr erfolgreich beide Seiten miteinander eben verbinden konnte, mit ihren jeweiligen Interessenlagen und Fähigkeiten. Also alles Crowd, alles gut, solange es durch Wikipedia gefiltert wird. Kann ich das Podium so zusammenfassen? Oder gibt es dort noch Bemerkungen zu? Ja, also ich frage mich bei diesen Diskussionen immer, wo denn eigentlich diese Probleme liegen. Warum muss ich mich denn für eine Seite entscheiden, Crowd oder Persönlichkeit oder solche Dinge? Ich sehe da überhaupt gar keinen Widerspruch, der sich dort auftut. Für manche Dinge ist dieses Crowd-ähnliche Erforschen von Dingen einfach geeigneter. Für andere Sachen ist es geeigneter, wenn sich eine Person einer Sache annimmt und diese ganze Sache bearbeitet. Ich sehe da nicht den Widerspruch Crowd oder nicht Crowd, sondern ich sehe da eher, wofür passt dieses Crowdsourcing und wofür passt es nicht? Katrin Passig hatte das schon an vielen Stellen sehr gut beschrieben. Das war generell ein wunderbarer Vortrag, muss ich mal sagen. Also der hat wirklich das Für und Wider wunderbar zusammengefasst. Und ich möchte nochmal auf die Frage aus dem Publikum oder auf die Frage eingehen in Sachen Wikipedia in der universitären Lehre einsetzen. Ich habe Anfang des Jahres am Münzkabinett in Berlin eine Lehrveranstaltung als Wikipedianer mitbegleitet, wo die Studenten auch ihre Arbeit als Wikipedia-Artikel abgeben konnten. Natürlich konnte man diese Arbeiten immer diesem Studenten zuordnen. Also selbst wenn die als unter Pseudonym unterwegs waren. Und Wikipedia hat dadurch auf der einen Seite gute Artikel bekommen. Die Studenten konnten sich in einer anderen Schreibform versuchen. Denn so ein Wikipedia-Artikel ist halt was anderes als eine wissenschaftliche Arbeit, ist was anderes als ein journalistischer Artikel. Und ich glaube, das war eine Win-Win-Situation am Ende für alle Seiten. Es ist absolut möglich, die Sachen sind zuordnenbar. Und das ist, glaube ich, das Einzige, was man an dieser Stelle zwingend braucht. Ich sammle nochmal. Ich habe gesehen, es hätte mich auch gewundert, wenn es anders wäre. Jens Best. Ich habe mir was Neues überlegt. Also die Crowd ist ja eine sehr exklusive Crowd. Ich will jetzt gar nicht darauf auf die Thematik Anteil der Frauen in Wikipedia, das ist sicherlich ja auch hier im Raum eine etwas bekannte Thematik, sondern generell die Frage nach der digitalen Teilhabe, also von welcher Crowd reden wir denn da? Wie ist das zum Beispiel in kleineren Museen, die regionale Bedeutung haben, wenn es in dieser Region einfach nicht so viel digitale Aktivisten gibt, die da jetzt reingehen oder so. Also das ist doch alles sehr exklusiv, alles sehr elitär. Es ist eine neue digitale Elite, die da jetzt Wissen reinwirft und rauszieht. Wollen wir mal von der Crowd reden als der gesamten Bürgerschaft und wie wir da
was für Aufgaben da kommen. Ich hatte vorhin mit Börjes von Notz über die Rolle der Kuratoren gesprochen, als Primus inter pares, als diejenigen, die vermitteln. Also sollte nicht die nächste Aufgabe sein, von den digital Aufgeklärten die Frage der Vermittlung, die Frage der gerechten digitalen Teilhabe anzugehen als Aufgabe? Ja, das finde ich eine sehr interessante Frage. Ist es so? Wird einfach nur eine etablierte Elite durch eine andere, eine institutionell gebundene, durch eine neue digitale ersetzt? Also ich glaube, das, womit man da vergleichen müsste, ist eher das, welche Freiwilligen hatten die Museen und Archive bisher schon. Das war nämlich auch eine sehr überschaubare Gruppe, die dazu überhaupt schon rein zeitlich die Möglichkeit hatte, sich da zu beteiligen. Insofern glaube ich, ist der jetzige, also verglichen damit ist der jetzige Zustand sicher ein Fortschritt, verglichen mit einem abstrakten Idealzustand ist er nicht ideal. Aber was tatsächlich, glaube ich, ein Schwarm-spezifisches Problem ist, ist, dass der Schwarm eben, also solange er jetzt nicht schon so stark organisierte, einen stark organisierten Überbau bekommt wie Wikipedia, halt niemanden explizit zum Mitmachen auffordert. Das ist aber speziell, wenn man eben Minderheiten zur Beteiligung ermutigen will, oft dringend nötig, siehe auch Veranstalter. Und ja, aber wir haben doch auch Frauen eingeladen, das ist immer dieses Hilflose. Es dürfte doch jeder und das genügt aber einfach oft nicht, wenn man eine breitere Teilhabe schaffen will. Und dafür ist der Schwarm erstmal schlecht aufgestellt, solange er keinen organisierenden Überbau hat, der sich darum aktiv bemüht. Could I just respond to that? Yeah, the translation takes a little bit of time, so I'm always a little bit behind. So I would like to respond to the fact that the swarm isn't inviting because it's not an organization. I would like to return to my slide when I differentiated between Wikipedia, the encyclopedia, Wikipedia, the community, and the Wikipedia chapters or organizations behind it. And the Wikipedia itself can be very uninviting to newcomers. The community can also be very uninviting to newcomers. But the organization behind it is very, very welcome, and we're working very hard to achieve a more representative sample of society at large. We have very many projects to try to get people from the Southern Hemisphere, for instance. We have an initiative called Wikipedia Zero, where we actually let people surf onto Wikipedia for free. Well, the internet service providers have agreed to not charge anything for people when they use Wikipedia. So that's one of the things that we actually do to try to make knowledge and then participation part of make it available for people that don't normally have the knowledge available, but also don't normally participate when it comes to creation of knowledge. A friend of mine who's a senior developer at the Wikimedia Foundation stated it like this. During the history of the world, we've had perhaps as many as 4 Einstein-level geniuses. Just imagine how many more we could have if we empowered people in other parts of the world as well. And that's what we're trying to do. Hier war erst noch eine Wortmeldung und dann. Mein Name ist Durban, ich komme vom Bildwechsel, das ist ein audiovisuelles Künstlerinnenarchiv in Hamburg. Und ich würde mich gerne dem Vorredner anschließen, dass dieses Gegeneinander oder alternativ, was jetzt aufgebaut wird zwischen den verschiedenen Polen, eigentlich in der Praxis kaum stattfindet. Da gibt es eigentlich noch sehr viel mehr Ansätze. Mir hat es sehr gut gefallen in den Beispielen, als dargelegt wurde, dass Leute gekommen sind und sozusagen einen echten Zugang angeboten bekommen haben, nämlich einen technischen Zugang, an dem es ganz oft hapert, und zwar sowohl in der einen als auch in der anderen Seite.
Ich finde, dass hier die Institutionen mit ihren Räumen, ihren Möglichkeiten, mit ihren Erfahrungen, mit ihren Experten sehr stark gefordert sind, diese zum Beispiel so zur Verfügung zu stellen, dass sowohl einem Schwarmwissen gedient wird, als möglicherweise auch dem Spezialwissen der jeweiligen Sammlung. Was bis jetzt überhaupt nicht aufgegriffen werden, sind die vielen Privatsammlungen, die Sammlungen, die aus verschiedenen Interessen in den letzten Jahren entstanden sind. Vom Audiovisuellen habe ich hier heute überhaupt noch gar nichts gehört. Das heißt Filme, Videos, die technisch etwas völlig anderes fordern und voraussetzen. Und wo wir, die wir das jetzt aus Tausenden von Gründen machen, technisch total alleine gelassen werden und uns mit iMovie oder was weiß ich auseinandersetzen müssen, um überhaupt die Sachen bereitzuhalten. Und da hilft mir weder der Schwarm noch irgendeine Institution. Da gilt denn das, was vorhin auch schon mal gesagt wurde, wenn man das nicht selber tut, dann wird es einfach sozusagen in der Amnesie verschwinden, in der digitalen. Noch einmal weiter und dann zurück. Mein Name ist Sebastian Wallroth, ich bin Wikipedianer und meine Frage geht an Herrn Dr. Lehne. Sie haben ja nun ein Projekt gemacht mit der Crowd, mit Wikipedianern. Können Sie was zu den Gefahren sagen, zu den Nachteilen, die es hatte? Ist Ihnen da was aufgefallen? Ich meine, jetzt weiß doch jeder, wo es Denkmale in Österreich gibt. Vielleicht machen die da plötzlich Facebook-Partys. Oder haben Sie vielleicht ein Geschäftsmodell übersehen? Ist diese Gefahr Ihnen bewusst? Vielleicht kriegen Sie auch völlig falsche Angaben von denen. Ja? Man weiß ja nicht, was das für Typen sind, wie Sie selber sagen. Okay, 5 davon sind gekommen, aber da haben ja Tausende daran teilgenommen. Haben Sie das betrachtet bei sich oder gehen Sie darüber hinweg mit Österreicher Nonchalance? Was es an Fehlern auch gab und an falschen Einträgen. Funktioniert das so? Ja. Die Fehler waren sozusagen auf unserer Seite zum überwiegenden Teil. Also das ist vielleicht typisch für eine Institution wie das Denkmalamt, dass wir unsere Kernkompetenz in dieser Auswahl liegt. Nicht? Das ist sehr schwierig, wie der Midas, was soll überleben, was ist wichtig, was ist weniger wichtig, wo kann man eben diese Verpflichtung der Erhaltung irgendwie auferlegen, wo nicht. Und das ist sozusagen eine unsere Kernkompetenz, eventuell auch noch schöne Artikel darüber zu schreiben oder versuchen, das zu begründen, warum wir diese Auswahl getroffen haben. Und wo wir sehr schwach sind, war diese Verortungsgeschichte. Also sind dieselben Leute, die eventuell einen schönen Text zu einem Objekt verfassen können, sind zum Teil unfähig zu sagen, jetzt auf welchem Punkt steht dieses Stück oder dieses Denkmal. Und insofern war das also eine wunderbare Arbeitsteilung, weil wir A, die Auswahl geliefert haben und B, eben doch sozusagen die Objekte korrekt angesprochen haben, mehr oder weniger, und die Wikipedianer uns zum Teil sehr schön geholfen haben mit ihren exakten Feststellungen, sozusagen auf welcher geografischen Länge und Breite steht dieses Objekt. Und das ist eben, also es waren vor allem pensionierte Männer, die das gemacht haben, die eben auf diesem Gebiet sehr, sehr gut waren. Und das Interessante war, dass, also wir haben diese mehr oder weniger leeren oder sehr unkompletten Listen zur Verfügung gestellt mit der Bitte, die aufzufüllen. Und was passiert ist, dass die Fotos sehr rasch gekommen sind, dass auch diese Verortung sehr rasch gekommen ist und dass die Texte kaum geschrieben worden sind. Und das hat mir eben auch gezeigt, sozusagen, wo ist die Kompetenz der Crowd oder wo sind die sehr, sehr gut und exakt, wo lassen sich exakte Daten feststellen, während dieses sozusagen mehr literarische oder wie soll man sagen jetzt kulturwissenschaftliche Bestimmen der Objekte eben doch scheinbar besser bei der Institution aufgehoben war. Aber es war, finde ich, eben deshalb eine wunderbare Arbeitsteilung. Und wie gesagt, wir sind auf sehr viele Fehler aufmerksam gemacht worden und bei uns war eher das, was auch hier angesprochen worden ist, dass wir nicht mehr nachgekommen sind mit der Korrektur. Dass wir zu wenig Leute gehabt haben, diese ganzen Änderungen wirklich nachzuvollziehen und einzutragen. Gut, ich sehe Fragen.
Haken in ihren Gesichtern, aber ich sehe auch etwas anderes. Ich sehe Weinflaschen dort hinten, die entkorkt sind, und ich sehe hier auf meinem Tischchen nur Wasser. Ich würde doch vorschlagen, dass wir einfach die Diskussion bei Wein statt bei Wasser fortsetzen, und möchte Sie alle herzlich einladen zu einem kleinen Umtrunk. Die Gespräche werden weitergehen, sie enden nicht hier. Vielen Dank.